Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute zu unserer Online-Andacht zum 17. Sonntag nach Trinitatis. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit dem Wochenspruch grüße ich Sie. Schön, dass Sie da sind. Wir beten mit Worten des 138. Psalms. Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast dein Wort herrlich gemacht um deines Namens willen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und erkennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird es vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig, das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten, gütiger und treuer Gott, du leitest uns durch deine Weisungen. Bewahre uns vor Irrtum und Torheit, dass wir den Weg in dein ewiges Reich nicht verlassen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den 17. Sonntag nach Trinitatis findet sich im Evangelium nach Matthäus im 15. Kapitel. Der Evangelist schreibt, Jesus entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Aber er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch essen die Hunde von dem Brosamen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der vorgeschlagene Predigttext in diesem Jahr findet sich im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 10. Kapitel. Dort schreibt der Apostel: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, der wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Wenn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenbote, die das Gute verkündigen. Warum ist Israel nicht zum Glauben gekommen? Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. So dichtete Goethe das Urteil des Himmels über Dr. Faust. Und wir sind allzu leicht geneigt, diesem Urteil zuzustimmen. Engagement und Tatkraft können manchen Fehltritt entschuldigen. Dabei vergessen wir, dass bei Faust der Pakt mit dem Teufel entschuldigt wird. Wer immer strebend sich bemüht, ohne nach Gott zu fragen, dem bleibt allzu oft der Himmel verschlossen. Mir fiel dieses Goethe-Zitat ein, als ich von dem Mord in Ida Oberstein hörte. Da hat ein Mensch sich strebend bemüht, ein Zeichen gegen die Situation zu setzen. In seiner Welt, in der er steckte, war das vielleicht sogar folgerichtig. Dass sich jemand so in seiner Verzweiflung verrennt, dass seine innere Sackgasse in der gottlosen Tat endet, das zeigt die Gottverlassenheit unserer Welt. Denn es ist eben ein großer Trugschluss, im Kleinen die richtige Erkenntnis, dass wir uns in der Welt anstrengen müssen, um etwas zu erreichen, diese kleine Erkenntnis als Königsweg für ein gelingendes Leben anzusehen. Es ist eine Illusion, es ist vielleicht sogar ein Wahn zu denken, wir könnten und müssten unsere Welt je für uns gestalten. Diese Einstellung kann uns in eine Sackgasse führen, denn mit dieser Einstellung laden wir uns selbst am Ende das Gewicht der Welt auf unsere Schulter. Und unter dem Gewicht der Welt müssen wir zerbrechen. Der eine mag darüber depressiv werden und sich vor allem verschließen, der andere bleibt vom Computer hängen und flüchtet sich in sein Spiel, und wieder ein anderer greift eben zur Waffe und läuft Amok. Wer immer strebend sich bemüht, der landet hier im Bösen. Deshalb setzen wir als Christen auf das Evangelium. Das kann in Anlehnung an Goethe formuliert werden: Wer erlöst ist, kann strebend sich bemühen. Der in Christus von Gott angenommene Sünder ist frei, die Lasten des Lebens anzunehmen und anzupacken. Dem muss es keine Angst machen, wenn auf einmal sich alles ändert, wenn er sich gegängelt fühlt, wenn er eine Maske tragen muss. Egal was kommt, er weiß, das Ende wird gut. Nicht wir müssen genug tun, um selig zu werden, sondern Christus hat genug getan, sodass wir selig werden. Allein diese Wahrheit kann uns Menschen in der Welt retten. Aber wie erfahren wir davon? Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben?
Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Fragt Paulus. Und darum tun wir gut daran, die Predigt hochzuhalten. Nicht als Ort bildungsbürgerlicher Erbauung, sondern als Ort der Begegnung der Menschen mit Gott. Im Predigen, in der Verkündigung des Evangeliums wird die Welt beschrieben und gedeutet und im Boten spricht Gott selbst zur Gemeinde. Darum gilt es für beide, für den, der die Predigt hält und für den, dem die Predigt gehalten wird, daran zu denken, es geht um Gottes Wort, das hier getrieben und weitergegeben, was geredet und gehört wird. In dem, was uns Menschen von Gott erzählen, erfahren wir von Gottes Liebe. Zum Predigen gehört das Erzählen der Großmutter am Kinderbett, genauso wie das Predigen der ordinierten Diener am Wort in der Kirche. Allein die Predigt aber, nicht irgendwelche Leistungen oder immer strebendes Bemühen, öffnet uns einen Ausweg aus einer scheinbaren ausweglosen Sackgasse in unserem Leben. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn es für uns nicht mehr weitergeht, ist er da. Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, jeden Tag stehen wir im Leben vor Entscheidungen, vor Aufgaben. Wir müssen wählen, Urteile treffen, richtig und falsch unterscheiden, schlechter und besser unterscheiden und dann uns bemühen, mutig das Richtige zu tun. Deshalb bitten wir dich, lieber himmlischer Vater, schenke du uns deinen Geist der Wahrheit und leite uns deinen guten Weg, dass wir daran glauben, dass es Zukunft gibt, dass es einen Weg aus all unseren Ängsten heraus gibt, aus all unserer Not, dass wir nicht verlassen sind, dass wir nicht aufgegeben sind und dass auch uns die Last des Handelns nicht auf der Schulter liegt. Schenke uns den Geist der Kraft, dass wir Mut fassen und Fantasie entwickeln, das zu tun, was wir tun können, dass wir den Nächsten suchen und im Miteinander von Geschwistern unser Heil finden. Schenke uns den Geist der Besonnenheit, dass wir klug unterscheiden können und unsere Grenzen erkennen können, sehen, wo das Recht des anderen anfängt und wo unseres endet. Wir bitten dich, du Gott der ganzen Welt, an diesem besonderen Wochenende segne du uns in unserem Land, segne alle, die Verantwortung übernehmen und segne alle, die ihre Ziele nicht erreichen können. Dass wir nicht in Angst gefangen sind, dass wir nicht die Kontrolle verlieren, sondern dass wir im Glauben an dir und in Liebe aneinander festhalten, als Geschwister des einen Vaters. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.